Diese Prüfungen gibt es in Deutschland seit, ich würde sagen, jetzt seit etwa 10 Jahren. Also bundesweit sind es zurzeit über 60.000 Schüler, die sich daran beteiligen. Wir sind sozusagen Marktführer weltweit für diese Französischprüfungen. Und in Berlin wurden im Januar so um die 300 Schüler geprüft. Also unsere Französischlehrerin hat es vorgeschlagen und die meisten aus der Klasse wollten das halt auch mitmachen. Und dann haben wir halt die Anmeldung eigentlich alles so gekriegt und dann sind wir einfach hierher gefahren. Erstmal liebe ich Französisch und wenn ich jetzt in Französisch gut bin, dann kann ich auch ein Zertifikat dafür brauchen. Ich werde ja Bodenstewardess und da braucht man halt viele Sprachen und darum auch das. Uns wurde gesagt, dass wir später mal, wenn wir in Frankreich studieren wollen, dass wir dann das vorzeigen können und dann auf jeden Fall einen Pluspunkt dafür kriegen. Ich denke, es ist eine ganz gute Möglichkeit, seinen Lebenslauf noch mal ein bisschen aufzuwerten, auf jeden Fall. Und da ja in Deutschland sowas sehr viel zählt, denke ich mal, dass es sich auf jeden Fall abhebt von den Leuten, die sagen, dass sie einfach nur Grundkenntnisse haben. Ich mache Abiturprüfung mündlich in Französisch. Da ist DELF natürlich eine super Übungsmöglichkeit. Und ich mag Französisch auch als Sprache und von daher dachte ich mir, naja, kann nicht schaden, so ein Diplom zu machen. Naja, es hilft uns ja nur weiter im Leben und ich meine, ich finde es nicht schlecht, sowas zu haben und ja, den einen Tag überleben wir schon. Wisst ihr schon, was euch jetzt vielleicht erwartet, also wenn ihr da reingeht? Ja, ich hab mir dieses DELF-Buch gekauft komplett und da stehen eigentlich die ganzen Prüfungen drin und das habe ich alles mit meiner Mutter durchexerziert und dann wird das alles schon klappen. Wir müssen Briefe schreiben, dann müssen wir was hören und wir müssen was lesen und dann Fragen beantworten. Aber weißt du was? Weil wir das alles gesagt haben. So. Ich denke mal, dass diese Prüfung ja eine ganz wesentliche Anerkennung auch für die von Schülern und von ihren Lehrern geleistete Arbeit ist, weil sie ein besonderes Zertifikat darstellt. Und insofern macht die Sofischol-Schule als Europaschule natürlich gerne dabei mit. Französisch spielt ja eine ganz große Rolle an unserer Schule. Wir sind ja eine deutsch-französisch-bilinguale Schule. Viele Schüler haben auch in den letzten Jahren schon an dieser Prüfung teilgenommen und dann haben wir gesagt, wir bewerben uns darum, wir finden es gut, wenn diese Prüfungen dann auch in unserem Hause stattfinden. Also ich war am Anfang ein bisschen aufgeregt, aber dann, als die Prüferin mit mir geredet hat, habe ich gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist und schwer, weil sie war auch ganz nett. Einfacher als ich dachte, ich war ziemlich geschockt, dass es Franzosen sind. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, aber es war irgendwie erfrischend, weil die dann auch verstanden haben, was ich gemeint habe. Mein Französischlehrer versteht mich relativ selten. Ja, bei mir war es nicht so gut, weil ich nicht wusste, dass ich in dem Flur die Notizen machen muss. Dann habe ich da gewartet. Dann kam irgendwann die Frau raus, hat gesagt, du hast noch 3 Minuten. Und dann musste ich improvisieren. Der Prüfer, der war ziemlich nett und hat auch langsam gesprochen. Ja, war alles ziemlich locker. Eigentlich ganz gut. Ich war zwar aufgeregt, aber die waren alle ganz nett. Oh, das war wirklich schwer. Das muss ich sagen. Das war eigentlich ganz einfach. Ja, man will es eigentlich auch nicht in den Sand setzen, vor allem wenn man ja auch die Prüfung bezahlen muss und so. Und dann ist es schon ein bisschen doof, wenn man nicht besteht und so. Also der Prüfer war sehr nett und dadurch hat das Aufgeregtheitsgefühl sozusagen nachgelassen. Und dadurch war das dann auch eine angenehme Stimmung, obwohl ich am Anfang ziemlich aufgeregt war und Angst hatte, dass ich das Thema nicht verstehe oder ja. Ja, ich habe es bisher auch nur so erlebt, dass die Prüferinnen total nett sind und auch so einem so die Angst nehmen und total freundlich mit einem reden und ja, das macht eigentlich schon Spaß. Das sind sehr unterschiedliche Kandidaten. Was für unterschiedliche Kandidaten? Unterschiedliche Herkunft, unterschiedliche Sprachniveau, unterschiedliche gesellschaftliche Umfeld, ne, ist interessant. Oui, en fait, c'est ma première expérience. C'est un peu cruel d'être dans le rôle de l'évaluatrice, mais les élèves sont très bons. Mais c'est la première fois que
que nous avons trois centres en fait. Jusqu'à maintenant, on avait un centre où se passaient les écrits et un centre, c'était toujours l'Institut français où on avait les oraux. Et là, en fait, on a réparti ça sur trois centres en fait. Donc deux écoles et l'Institut. Enttäuscht, das Dave gemacht zu haben? Gar nicht. Mm-mm. Nee. Also ich kann es nur weiter empfehlen. Ja.